Hallihallo, Hallöle, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Secret Time. Es dreht sich nämlich um den 10 Little Secrets Tag, den es ja hier auf YouTube schon eine ganze Weile gibt. Und ich finde den sehr interessant und ich dachte mir, ich lasse euch einfach mal ein bisschen dran teilhaben, was ich so für kleine Beauty-Geheimnisse habe. Und ich wünsche euch einfach mal viel Spaß. Die erste Frage lautet, durch welches Beauty-Produkt fühlst du dich glamourös? Da musste ich gar nicht so lange drüber nachdenken, denn das ist mir jetzt erst wieder vor ein paar Tagen aufgefallen, als ich mit meinem Freund in ein Musical gegangen bin und ich rote Lippen hatte. Und das ist schon die Anspielung und die Antwort auf diese Frage, denn für mich sind rote Lippen sehr glamourös. Ich liebe rote Lippen, man trägt natürlich nicht so häufig diese Lippenfarbe, weil man doch eher lieber das Dezentere trägt. Wobei ich eigentlich sagen muss, dass ich sehr gerne auch mal knallpinke Lippen trage, auch an der Arbeit, muss ich dazu mal sagen. Aber ich finde, rote Lippen sehen A, nicht nur sexy aus, sondern B, auch sehr glamourös und damit fühle ich mich auch glamourös. Zweite Frage lautet, was ist dein Geheimnis für eine tolle Haut? Also ich habe jetzt kein bestimmtes Geheimnis, wovon ich ausgehe, dass das kein bestimmtes Geheimnis ist. Denn ich bin eigentlich der Meinung, dass jedes Mädchen für sich ihr eigenes Geheimnis hat, beziehungsweise ihre eigene Methode hat, eine schöne Haut zu bekommen oder eine schöne Haut weiterzuführen, dass sie schön bleibt. Denn ich bin zum Beispiel der Meinung, dass ich Gott sei Dank keine großartigen Hautprobleme habe. Unabhängig von meiner Neurodermitis geht es mir da wirklich sehr gut mit. Ich habe keine großen Pickel, keine Akneprobleme etc. pp. Ich habe aber dafür entweder mal ölige Haut oder auch mal trockene Haut. Und ich habe zum Beispiel, das kann ich euch nochmal hier hinsetzen, ein ganz tolles, fruchtiges Gesichtspeeling gezeigt, was ihr euch selber herstellen könnt, wo ihr ganz einfach und simpel eure Haut mit pflegen könnt, jetzt für die Frühlings- und Sommerzeit. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das sich nochmal anzuschauen. Aber ich bin auch der Meinung, nicht nur ein Gesichtspeeling tut der Haut gut, sondern ich bin auch der Meinung, dass es einfach auch mal der Haut gut tut, wenn man sich nicht schminkt, oder? Ich schminke mich zum Beispiel sehr, sehr häufig und ich bin auch einfach mal relativ froh, wenn dann die Schminke mal ab ist, weil ich kriege zum Beispiel immer gesagt, siehst aber ganz schön krank aus. Und ich denke mir so, danke, dass ich krank aussehe. Bedeutet aber nicht, dass ich mich für diese Leute, die immer dieses tolle Kompliment mir abgeben, dass ich mich für sie schminke. Das mache ich nicht. Ich mache es, weil es mir einfach Spaß macht, mit Schminke zu experimentieren, Looks auszuprobieren und von daher schminke ich mich einfach. So, und ich zum Beispiel schminke mich im Sommer, wenn es richtig warm ist oder ich im Urlaub bin, im Süden, schminke ich mich so gut wie gar nicht, weil ich es liebe, wenn meine Sommersprossen herauskommen, ich eine leichte Bräune bekomme und einfach so bin, wie ich bin und mich auch so zeige. So, und deswegen sage ich euch einfach, dass ich dementsprechend so dann gerne rumlaufe und dann einfach morgens und abends mit kaltem, klarem Wasser mein Gesicht reinige, noch eine Tagescreme am Morgen auftrage und das war's. Dritte Frage lautet, was ist dein Geheimnis für schöne Haare? Ja, das Thema Haare ist ein sehr haariges Thema, ne? Man könnte das jetzt ein bisschen ausweiten und hier und da noch 2-3 Milliarden andere Videos über das Thema Haare drehen. Mache ich aber nicht, denn ich drehe nur eine kurze Frage ab zum Thema Haare. Und für mich ist es das A und O, auf jeden Fall immer den Spliss zu entfernen. Mindestens alle 3 Monate zum Friseur zu gehen und einfach mal zu sagen, schneide mir die kaputten Haare ab. Wobei ich sagen muss, ich habe relativ kaputte Haare, dann müsste man mir fast schon eine Kurzhaarfrisur schneiden. Ich setze euch aber auch hierhin meine Haarroutine, wo ich momentan gut mit zurechtkomme. Da seht ihr ein paar Produkte, aber ein Produkt habe ich euch nicht gezeigt. Und das ist nämlich eine ganz, ganz tolle Haarkur von Balea. Das ist nämlich die Seidenglanz-Haarmaske mit Feigen- und Perlenextrakten für stumpfes und glanzloses Haar. Auch ohne Silikone, weil ich darauf ein bisschen Wert lege. Nur mal so viel dazu. Und dieses Produkt habe ich euch nicht gezeigt, aber ich möchte es euch jetzt zeigen. Und zwar bin ich davon total begeistert. Ich liebe dieses Produkt. Ich benutze das einmal in der Woche, weil eine Haarmaske sollte man nicht zu oft machen. Und ich finde, danach fühlt sich mein Haar so geschmeidig gut an und es glänzt zudem wirklich, 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 wirklich. Und von daher ist das halt so ein kleines Geheimnis für schöne Haare. Vierte Frage, was ist deine wichtigste Regel beim Thema Ernährung?
Das Thema Ernährung ist ein sehr, sehr heikles Thema, wo man sich auch hier auf YouTube auf sehr dünnem Eis bewegt, wenn man darüber spricht. Deswegen möchte ich gar nicht so viel dazu sagen. Für mich gibt es jetzt nicht die wichtigste Regel. Für mich ist es einfach so, was möchte ich essen, wo geht es mir mit gut und wo hungere ich nicht. Dementsprechend sieht mein Essensplan so aus, dass ich mir morgens eine Tasse Kaffee mache, mir dann das Brot zurecht mache, das ist ein Vollkornbrot mit Frischkäse, es ist ein Körnerfrischkäse, der etwas kalorienarmer ist als ein normaler Frischkäse, mit ein paar Scheiben Gurken und Salz und Pfeffer, und das reicht mir schon für den Morgen. Am Mittag, wenn ich Mittagspause habe, esse ich entweder einen Naturjoghurt oder auch mal gerne einen Stracciatella-Joghurt, je nachdem, was ich gerade so im Kühlschrank habe. Und über den Tag verteilt esse ich eigentlich so gut wie gar nichts. Es kommt schon mal hin und wieder vor, dass es an der Arbeit Obst und Gemüse gibt und dass ich dann halt mit den Kindern zusammen esse und ein bisschen was an Obst und Gemüse nasche. Ich versuche schon darauf zu achten, dass Gemüse und Obst eine wichtige Rolle bei mir spielen, aber ja, es kommt auch mal vor, dass ich es nicht am Tag esse. Wobei ich dann aber am Tag immer darauf Wert lege, was Warmes zu essen. Und das ist für mich wirklich auch das A und O, einfach eine warme Mahlzeit zu mir zu nehmen. Und deswegen gibt es am Abend, wenn ich dann zu Hause bin, immer frisches Essen für mich und meinen Freund, natürlich immer für den Esel zuerst. Und das essen wir dann gemeinsam und dann ist es auch gut. Also das ist eigentlich alles, was ich so brauche und wo ich mit gut leben kann. Aber ich kann euch einen kurzen Tipp geben, und zwar Buttermilch. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich trinke zum Beispiel sehr gerne Buttermilch. Und ein Becher Buttermilch enthält so viel Kalzium, dass es für den ganzen Tag abgedeckt ist. Und ich finde, das ist schon ein kleiner Tipp nur für den einen oder anderen, falls er da Interesse haben sollte, seinen Kalziummangel etwas aufzupeppen, dann tut er es mit einem Becher Buttermilch. Fünfte Frage, hast du einen guten Workout-Tipp? Den einzigen guten Workout-Tipp, den ich euch geben kann, ist, macht das, was euch Spaß macht. Ich zum Beispiel habe nicht wirklich viel Lust, Sport zu treiben. Den einzigen Sport, den ich echt nur hin und wieder treibe, ist der PS3-Sport. Und zwar habe ich da so ein Sportprogramm mir zum Geburtstag gewünscht. Und da habe ich so eine Trainerin und die trainiert so ein bisschen mit mir, ne? Ja. Und was ich auch sehr gut finde und was meinen Knien und meinen Beinen sehr gut tut, ist zum Beispiel Schwimmen oder Radfahren, weil alle Sportarten, die so abrupt sind, wie Fußball, Handball, Faustball oder auch Tanzen, sind eigentlich so Sportarten, die mir und meinen Knien nicht so gut kommen. Von daher lege ich halt viel Wert darauf, wenn man mal Zeit hat, auch gerne schwimmen zu gehen. Weil was bringt es dir, wenn du eine beste Freundin hast, die dir sagt, hey, komm, lass uns mal wieder ein bisschen joggen gehen oder so, ein bisschen an die frische Luft, und dann sind wir beide zu zweit und können mal wieder so ein bisschen über die Jungs ablästern. Ah, oh, das wäre doch toll, oder? Ja, klar. Ja, heute sieht es ein bisschen schlecht aus, aber nächste Woche habe ich bestimmt einen Tag Zeit, wo wir das mal einführen können. Ja, klar. Du sagst es deiner Freundin zuliebe, weil sie möchte was gerne mit dir unternehmen, so eine Sportart oder so, dass ihr beide euch ein bisschen fit haltet. Aber eigentlich hast du darauf keine Lust, und dann machst du es ihr zuliebe und irgendwann sagst du dann halt immer wieder mehr Ausreden, warum du nicht kannst. Deswegen mach das, was dir Spaß macht. Nur dann wirst du auf jeden Fall auch lange Sport treiben in dem Sinne und eigentlich auch was davon haben. Sechste Frage lautet, welches Parfum ist deine Geheimwaffe? Ich habe ein ganz, ganz, ganz tolles Parfum, was ich euch nicht zeigen kann. Ja, das habe ich leider nicht hier, aber es dreht sich um das Parfum Roberto Cavalli. Ich setze euch mal hier ein Video rein, wo ich nur ein kurzes Video rund um dieses Parfum gedreht habe. Ihr müsst euch das definitiv mal reinziehen, dieses Video. Es ist ein ganz toller Duft und den müsst ihr auf jeden Fall gerochen haben. Und wenn ihr den nicht gut findet, ne, dann weiß ich auch nicht. Siebte Frage, welches Kleidungsstück von dir sorgt für Aufsehen? Also ich musste erstmal lange drüber nachdenken, bis ich mich letztendlich für eins entschieden habe. Und zwar musste ich an die Arbeit denken. Und da ich ja Erzieherin bin und mit kleinen Kindern zusammenarbeite, ist es mir gar nicht so schwer gefallen, auf ein Kleidungsstück zu kommen. Es dreht sich nämlich um dieses Kleid. Das ist ein schickes, ärmelloses H&M-Kleid, ja, mit Katzenköpfen drauf. Das ist so eine Art Skaterkleid. Ich finde es sehr, sehr schick. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, mit Katzenköpfen rumzulaufen. Und dennoch lieben es meine Kinder
im Kindergarten. Sie finden das so faszinierend, dass sie sich immer davor stellen und jede einzelne Katze sich angucken, weil irgendwie finden sie an jeder Katze was anderes und die eine hat kein Gesicht, die andere hat wieder ein Gesicht. Also es gibt so viel zu erzählen und zu finden auf diesem Kleid. Dieses Kleid ist immer so innen bei denen und ich weiß nicht, ich habe immer gedacht, es liegt an mir, aber ich glaube, es liegt eher am Kleid. Achte Frage, was ist dein wertvollstes Schmuckstück? Mein wertvollstes Schmuckstück trage ich bei mir. Das ist nämlich eine Michael Kors Uhr und ich liebe sie. Nicht nur, weil sie extrem teuer ist, nein, sondern meine Eltern haben sie mir zu Weihnachten geschenkt. Und es war schon ein lang ersehnter Wunsch. Seit ungefähr 4 Jahren habe ich mir diese Uhr gewünscht. Und ich weiß halt, wie teuer Michael Kors Uhren sind. Und von daher habe ich halt immer gedacht, komm, du Spaß drauf. Aber das liebe Christkind war so lieb zu mir und meine Eltern haben mir dieses gute Schmuckstück geschenkt und von daher pflege und hege ich es mit ganz viel Liebe und Zuneigung und es ist halt sehr wertvoll für mich. 9. Frage, wer ist dein Style-Vorbild? Die Style-Vorbilder für mich sind auf jeden Fall Nina Dobrev und auch Taylor Swift, weil ich finde ihre Looks total schön. Sie sind wirklich nicht zu overdressed, also sie sind immer auf dem Punkt, genau, super schön gestylt, entweder ein bisschen sporty-like, ein bisschen casual-like, auf jeden Fall auch relativ elegant, auch zudem sexy, aber nicht too sexy, ja, und ich sehe manchmal mich immer wieder so in ihnen wieder, zumindest halt in den Looks, ne, wo ich sage, hey, das ist ja auch sowas, was du trägst. Zum Beispiel Skaterröcke, wie Taylor Swift auch gerne trägt, Lederjacken. Oh, ich liebe es. Ich finde sie einfach beide ganz bezaubernd und von daher mag ich auch ihren Style. 10. und letzte Frage. Erzähl uns etwas über dich, das wir noch nicht wussten. Da möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar vor einigen Jahren bin ich mit meinen Eltern in den Urlaub verreist. Und in den Hotels gibt es ja auch immer so Animationen bzw. Animateure, die dann abends auch eine Abendvorstellung machen für die Hotelbesucher bzw. für uns Urlauber. Und es gab auch Hotels dazwischen, die gerne Musicals aufgeführt haben. Und ich bin ein riesengroßer Musical-Fan, vor allem von Grease. Und auch in diesem Hotel, in diesem Jahr, wo wir da waren, führten Grease auf. Und Katharina saß mit Urlaubsbekanntschaften in der ersten Reihe. Und dann kam dann so eine gute Animateurin zu mir und fragte mich, wie auch immer man es nennt, ob ich nicht Lust hätte, gleich mit ihnen ein kurzes, also ein Lied mit aufzuführen. Ich habe nicht die Hauptrolle gespielt, ich weiß nicht, welche Rolle ich da gespielt hatte, auf jeden Fall sollte ich da mitspielen. Und ich denke mir so, what the fuck? Und dann dachte ich mir, okay, du bist im Urlaub, es kennt dich hier keine Sau, außer deine Eltern, das schaffst du schon. Ja, und dann habe ich mich dann dahingesetzt, habe so einen Zettel in die Hand bekommen und musste dann zur Playback-Musik dieses Lied aufführen. Ja, und das war meine kleine Rolle in einem Grease-Musical in einem Hotel auf Lanzarote. Ich hoffe, dass ihr so ein kleines bisschen mehr Einblick in mein Beauty-Leben bekommen habt, beziehungsweise auch so ein bisschen ins private Leben. Ja, das waren nämlich jetzt meine kleinen 10 Geheimnisse und ich hoffe, dass ihr Spaß hattet zuzuhören und dass es euch nicht zu langweilig vorkam. Ich möchte euch nämlich jetzt auch gerne noch darauf hinweisen, dass hier unten unter mir ein Video ist und zwar sind das nämlich meine Frühlingstrends für das Jahr 2014 aus Alt mach neu. Das ist nämlich ein ganz tolles Video zum Thema Fashion. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr da mal noch reinschaut, falls ihr es noch nicht getan habt. Und hier unten findet ihr das Video vom letzten Mal. Das könnt ihr euch natürlich auch noch mal gerne anschauen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich ganz, ganz, ganz bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Dicken Kuss. Bye, bye.